Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu dem zweiten Deck. Diesmal haben wir hier Thrive and Thresh als Event-Deck. Die kann man ja auch, also kann man die Event-Decks kann man einzeln kaufen, natürlich, aber auch im Set. Natürlich, wer es will, weiß nicht, ob man das jetzt braucht als Display. Da stand jedes Deck dreimal drin. Ja, hat man natürlich dann einen sehr, sehr guten Kartenpool danach. Kostet ungefähr 100 Euro. Ja, dann haben wir hier dieses Mal den Dimir-Würfel aus Gatecrash. Und natürlich wieder auch wie bei dem anderen Deck unser Sideboard, der Kartentrenner, den ich gleich wieder hier reinmachen werde. Ja, wieder was über das Deck und wieder eine Spielanleitung. Und natürlich wieder das 60-Karten-Deck, womit ich jetzt auch anfangen werde. So, Arbor-Elf haben wir hier insgesamt viermal. Zwei Fogbanks sogar. Strangler-Root-Geist. Dreimal drei Borderland Ranger, hier die erste Rare Jeva, ein Dungeon Geist, Mist Raven zweimal. Hier haben wir natürlich die, ich glaube sogar die teuerste Karte insgesamt, den Thrag Dusk. Und dann Acidic Slime zweimal, Wolf Your Silverheart einmal, dann ein Dead Eye Navigator, Things of Utum. Und Gruul Rage Beast. Dann haben wir hier noch zwei Evolving Wilds, vier Simic Guild Gates, einige Länder wieder. Dann haben wir hier Farseek insgesamt viermal, Ground Assault zweimal, Verdant Haven insgesamt viermal, Bramble Crush einmal und Urban Evolution insgesamt dreimal. Ja, dann haben wir hier noch das Sideboard. Das fängt ja schon ziemlich stark an mit insgesamt drei Rancor, also hammergeil, drei Stück. Naturalize zweimal, Negate haben wir hier zweimal, Flames of the Firebrand sogar viermal, Dissipate noch viermal. Ja, also auch ein sehr, sehr starkes Deck, was ich bisher noch nicht gemacht habe, was ich mal auch noch machen muss. Einfach mal nur diese Decks spielen, die mal gegeneinander antreten lassen oder so. Ja. Und das war es dann auch schon zu dem zweiten Event-Deck zu, oh Gott, wie heißt es? Thrive and Thresh. Hier muss. Ja, packen wir mal wieder schön ein. So, das waren die zwei Event-Decks mit den zwei Würfeln, die dabei waren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video und bis dahin, ciao.